Und noch einen Monat, in dem ich meine Miete nicht zahlen konnte. Ich war pleite. Tut mir leid, aber meine Karriere war hier nun zu Ende. Was? 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 Schnell arbeiten gehen. Was war da? Was? Was war das jetzt? Ich habe keine Ahnung jetzt gerade. Hallo und wieder herzlich willkommen zu Let's Play YouTubers Live. Wir spielen heute wieder mit der netten Mia und wir haben beim letzten Mal schon festgestellt, dass wir dringend umziehen müssen. Und mal sehen, vielleicht, ich weiß nicht, ob wir es vielleicht heute schaffen oder, ich habe keine Ahnung. Es wär halt ganz gut, hier kann man monatliche Kosten kommen hier auf. Ja. Aber ich will erstmal gleich am Anfang ein neues Gaming-Video machen. Und zwar davon mache ich noch ein Gameplay. Fortsetzen. Weiter. Und noch einen Monat, in dem ich meine Miete nicht zahlen konnte. Ich war pleite. Tut mir leid, aber meine Karriere war hier nun zu Ende. Was? 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 Schnell arbeiten gehen. Was war da? Was? Was war das jetzt? Ich habe keine Ahnung jetzt gerade. Ich hab doch 21 Euro. Hä? Sitzt sie jetzt in der Zwickmühle oder was? Ich hab 180. Ich bin doch. Was? Versteht ihr hier? Ich verstehe jetzt gerade gar nichts. Ich evaluiere zur Sicherheit nochmal. Insgesamt zu zahlen 80. Akzeptieren. Wie kann ich denn bezahlen? Ja, ich sollte mehr aufnehmen. Ich nehme auch jetzt was auf. Also ich nehme jetzt, ja, wieder davon. Oder nee, das ist besser. Ich nehme mal das davon noch ein Gameplay auf. Dann mache ich eine Review beim nächsten Mal und dann wieder ein Gameplay. Du startest die Aufnahme. Coole Begrüßung. Moin moin Leute und wieder herzlich willkommen zu Let's Play mit mir. Ladebildschirm. Sinnloser als Kommentar. Und Mann, der Ladebildschirm, der ist immer so hupsch. Du hast eine harte Aufgabe bewältigt. Rühre ich euch so. Yeah! Wir haben's geschafft! Bams! Ladebildschirm mit Hinweis. Toll, wie philosophisch oder sowas soll ich da nehmen, aber das habe ich ja wohl nicht. Unlustiger Kommentar. Was soll das jetzt für ein.
Das ist ja ein lustiger Kommentar. Oh Gott, nee. Hast ein Level durch einen Kampf aufgestiegen. Feierliche Schrei. Yeah, wir sind ein Level aufgestiegen. Hauptmenü. Lustiger Kommentar, immer da noch. Und dann den Abspann. Toll. Den ich nicht hab. Aber na gut. Erstmal alles hier hin. Okay, können wir da noch was verändern? Das muss jetzt verändert werden. Das da kommt dahin. Da. Kann ich hier nichts verändern oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich lasse es so. Viel kann ich ja da nicht machen. Hochladen. Oh, die muss dringend. Oh, ich krieg bestimmt wieder einen schlechten Kommentar, weil ich müde war. Habe ich nicht dran gedacht. Dann essen wir noch schnell was. Oder trinken was. Erstmal. Outro kann ich auch jetzt auswählen als Karte. Muss ich gleich anwählen. Warte mal. Oder auswählen. Outro will ich haben. Wo ist es da? Die einfache Verabschiedung machen wir weg und das nehmen wir rein. Genau. Nehmen wir noch was zu essen. Nehmen wir noch ein Sandwich. Und der schlechte Kommentar? Nee, doch nicht. Okay. Aber jetzt mache ich mal eine Review oder so. Ich mache jetzt mal eine Review. Ich habe das Spiel ausgezockt und jetzt mache ich mal eine Review. So. Du startest die Aufnahme. Coole Prüfung. Moin, moin. Ladebildschirm mit Hinweis. Ernster Kommentar. Also der Hinweis ist jetzt wirklich gut. Du hast ein verstecktes Item gefunden. Ich glaube, das solltet ihr genauso einsetzen wie ich. Zusammenfassung des Spiels. Philosophischer Kommentar nehme ich. Dann noch eine. Yay, wir haben ein Easter Egg gefunden. Bams. Dann noch ein. Toll. Interaktiver Ladebildschirm. Sinnloser Kommentar nehme ich da mal. Und dann noch Handlungswechsel. Verabschiedung, Kuss. Mua. Ich hab euch lieb, danke. Ciao, fürs. Ja. Die Mia wird noch komplett berühmt, ich sag's euch. So, aber natürlich muss ich auch bearbeiten können. Man kann ich da nichts verändern? So kann ich es machen. What the fuck, Alter? 91 Interesse. Was? Oh, Alter. Alter. Das geht ja ab hier. Okay. Achso, jetzt kann ich keins machen. Ich mach mal Kurs fortsetzen. Boah, Alter, 91 Interesse. Und wir haben bald 1 Million Aufrufe. Dann bin ich happy. Ja. Ja, es ist dann gleich hochgeladen. Ich weiß nicht, was ich jetzt groß sagen soll. Die liest da in ihrem Buch. Obwohl ich immer noch nicht verstehe, warum das 80 Dollar gekostet hat. Ist ja Dollar hier und kein Euro. Und da haben wir die Kommentare vom Review.
Oh Mann, immer ist es das Nachbearbeiten. Deswegen mache ich auch gerade das hier. Boah, Alter, das geht ab. Das war mein beliebtestes Video. Scheifen Review 1, okay. Vielleicht wird die dann auch sehr gut. Na gut, wir machen aber jetzt erstmal. Legen wir uns hin. Ich kann ihren Kurs dann wann anders fortsetzen. Da mal was wieder. Und da können wir wieder was. Duell will ich nicht. Nee, das nehme ich auch nicht. Ich nehme doch das da mal. Jetzt esse ich noch schnell was. Sandwich. Und dann nehmen wir ein neues Gaming-Video auf. Dann machen wir noch ein drittes Gameplay. Fortsetzen, weiter. So. Ladespiel. Coole Begrüßung machen wir da wieder hin. Hier, ich soll da sowas nehmen, aber das ist nicht da. Das ist immer so blöd irgendwie. Dann nehmen wir die fröhliche Äußerung. Da den sinnlosen Kommentar. Da den Ratschlag. Da darf ich mal aussuchen. Hauptmenü, kurzer Kommentar. Und dann noch das Outro mit Logo. Yay, so. Vielleicht ist es sogar ganz gut geworden. Das sieht schon wieder irgendwie scheiße aus. So, das muss dahin. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Und das war's erstmal. So lasse ich das. Sieht gut aus. Interessen 53. Also ein weiteres mache ich jetzt nicht davon. Und jetzt kann sie gleich ihren Kurs. Nein, warum ist der schon wieder kaputt? Als ob. Der ist auch nur bei uns, oder? Der verdient sein Geld dadurch, dass er unseren Computer kaputt macht und. Cool, Alter. Geil. Und da kann ich wieder neue Karte. Wütender Schrei, nee, Mama. Ob die mir aber schreien kann, ist meine große Frage. Intro mit Effekten. Oh, geil. Intro mit Effekten, wie meins. Langer Kommentar. Intro mit Effekten, das wähle ich gleich aus. Dann nehmen wir die tanzende Begrüßung raus und nehmen Intro mit Effekten. So. Dann gehe ich nochmal schnell schlafen. Und nehme dann gleich noch ein neues Let's Play wieder auf. Aber ich sollte vielleicht noch auch mal wieder ein neues Spiel kaufen, oder? Und erstmal gucke ich. Nee, tut mir leid. Tut mir leid. Ich verkaufe dich jetzt. Das andere Spiel verkaufe ich auch. Weil das brauche ich ja nicht mehr. Ich habe davon drei Gameplays gemacht und das wird jetzt nicht mehr gewollt. Ich kaufe mir jetzt mal ein neues Spiel. Ach so. Schlechte Nachbearbeitung, sagen die immer irgendwie. Da kann ich vielleicht auch mal. Ach nee, der kostet. Haben wir ja fast, aber. Ich will erstmal ein neues Spiel kaufen. Das da ist nicht mehr angesagt. Also nehmen wir Call of Fury mal. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. So. Es kommt bald an, aber kann ich da. Wie mache ich. Ich habe ja das Unboxing-Video freigeschaltet. Aber wie mache ich das denn jetzt? Ich glaube, wenn ich da aufs Paket klicke, sage ich einfach.
Unboxing. Yay, das machen wir. Popschutz. Mono. Nee, Stereo machen wir. Normale Auflösung geht ja nicht anders. Fortsetzen. Call of Fury Unboxing 1. Startet die Aufnahme. Coole Begrüßung. Moin, moin. Ladebildschirm mit Hinweise. Philosophischer Kommentar. Du hast den letzten Kill gemacht. Mörderischer Blick. Was? Das war falsch. Als ob, da hast du wirklich einen mörderischen Blick. Auch in echt, wenn du den letzten Kill gemacht hast. Feierlicher Schreinehmer da. Und toll, das kann ich auch wieder nicht auswählen. Handlungswechsel, Outro mit Logo. Was als ob. Erstmal alles dahin. Das tue ich auf jeden Fall dahin. Dann der Rest muss, glaube ich, so bleiben. Ach, scheiße. Das ist blöd. Ja, das Rest muss leider so bleiben. Alter, Interesse 86 ist aber geil. Ist aber wirklich geil. Aber ich beende auch dann mal an dieser Stelle das Video. Ob mein Unboxing-Video dann wirklich Erfolg hat bei den Zuschauern, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Danke fürs Zusehen. Ciao.